was da? Ist doch ein Röschen. Die wollen sich mal so was wegschlafen, hä? Die hat im Endeffekt die Gentleman geschlafen. Nach dem Motto. Da heilt ihn die raus. Da komme ich in nichts rein. Aber wo schießt? Da schafft sechs Verheiden. Da, die wollen jedes Jahr ein Weihnachten. Da wartet mir ja alle miteinander, kollektiv, auf den Retter. So. Und was ist noch? Alle Jahre wieder? Stille Nacht. Oder es wird gestritten wie Zau. Man hat sowieso gar nichts mehr zum Retter. Und dann wisst ihr, dieser Dauerzustand der Glückseligkeit. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Ja. Ich glaube ja eher, dass die aus ihrem Prinzen wieder ganz schnell in Frosch gemacht hat. Wenn sie das mal in die Weltnerbett schreibt, wie so der arme Kaul hat da ein bisschen geschieht. Männer, wenn ihr die Rolle als Prinz kriegt, ihr hängt nur noch Spielraum nach unten. Also ich habe ja für dieses Lauerglück beim Dornröschen meine ganz eigene Theorie. Wisst ihr, ich könnte einfach weniger schlafen. Und dann sagen wir mal selber Blut. Und das machen zwei viele, ich habe es beobachtet. Frühjahrsmüdigkeit, Sommerloch, Herbstdepression, Winterschlaf. Nachtluft und Zwangsehe. Und Zwangsehe macht die Bezunehmung nicht nur komplett null und lall, sondern mit seine als Blockbuster getarnte Beta-Block. Und aber 24 Stunden Talkshows, die jedes echte Gespräch im Grunde und Boden einschätzen. So, talk, talk, talk. Und dann, die denkt sich, Volksmusik singen. Also meiner Meinung nach wäre die unter das Betreibungsgesetz. Na komm, da schon ist die doch in 90 Minuten kombiniert mit Dauerklatsche komplett woanders stehen. Die schaffst du mit Kiefer nicht. Wer weiß, glaubt ihr lieber, warum die so erfolgreich sind? Die spielen mit unseren innersten bündischen Träumen und Sehnsüchten und wir fliegen drauf rein, weil wir schlafen einfach am Kollektiv zu zwei allein. Ich sag dir, da hat es noch ganz viele Schläfer in der Welt. Und wenn die mal alle aufwachen, na, gibt's ein Fest. Aber leider sind Wecker überhaupt nicht beliebt, gell? Die waren ganz oft an die Wand gebatscht oder an die Wand gestellt. Jetzt bei mir war es ja mit Aufwachen so. Also, das muss ich dir erzählen. Ich war in der Apotheke und habe auf mein Magnesium gewartet. Ja. Ja, ich bin manchmal auch ein bisschen krampfig, so. Ja. Also, ist der andere Apotheker zu mir hergekommen und hat mich gefragt, so, wie kommen Sie schon? Dann hat ich zu ihm gesagt, wunderbar, ich warte. Dann hat er zu mir gesagt, ja, das ganze Leben, ich warte auf den Tod. Das stimmt. Ich habe es beobachtet. Manche Leute, die gehen in sich, die gehen irgendwie dermaßen in sich, die kommen gar nicht mehr raus. Ich meine, es ist doch allgemein bekannt, dass Leben tödlich endet. Da brauchen wir nicht drauf warten. In der Zeit können wir mal was machen. Und deswegen mache ich es jetzt so. Ich gehe in mich und komme wieder raus. Und dann gehe ich total aus dem Haus. Und ich weiß auch nicht immer gleich, wonach. Hm? Und falls sie auch mal nicht wissen, wo sie mit sich lassen, dann rufen sie mir an. Hm?